Hi, ich bin Bruno, willkommen bei Rockstrohtrams TV. Leute, hi, es ist schon wieder passiert. Ich wurde mit ganz, ganz viel Umarmungen, Bier und Geld bestochen und muss schon wieder Werbevideos machen. Mache ich aber gerne für euch. Es geht heute um was sehr, sehr Geiles. Es ist tatsächlich, wir sind der Firma nicht irgendwie verpflichtet, aber wir finden das echt cool. Simpads, weiß jemand, was das ist? Bestimmt nicht. Ich erkläre es euch kurz. Ein Becken braucht ja, damit es wirklich gut aufgehängt ist, Filze oben und unten und in der Mitte eigentlich so ein bisschen Plaster, dass das Becken halt nicht einreißen kann. Wir wollen keine Keyholes, ne? Und die Filze sind natürlich sehr entscheidend für den Klang. Und jetzt kennt ihr das alle, dass das total nervt. Du spielst in einem ganz, ganz kleinen Club und das Becken ist viel zu laut. Und der Techniker kommt an, Alter, mach mal Gaffer, mach mal, hast du nicht kleinere oder kaputte Becken dabei? Nein, haben wir nicht, wir wollen unsere guten Becken spielen. Die sollen auch klingen wie immer. Deswegen nutzen wir ab sofort, also wir machen das schon länger, die Simpads. Das ist so ein geiles, ich weiß nicht, was das für ein Material ist, bestimmt irgendwelches Kautschuk, keine Ahnung. Und ich zeige euch jetzt mal die Unterschiede, was diese Dinger machen. Nebenbei, das ist nicht nur, um die Becken leiser zu machen. Die wenigsten Schlagzeuger haben ja einen kompletten Beckensatz aus derselben Serie, sondern verschiedene Becken. Jetzt mal als Beispiel, ein Oldschool-Zeltchen Z-Custom ist halt lauter als ein dünnes Jazz-Becken. Ne? Und um den Gesamtsound ein bisschen abzufedern und anzupassen, eignet sich das also auch hervorragend. Pass auf, ich hau jetzt mal auf das Becken mit einem ganz normalen Beckenfilz. Das ist schon laut, oder? Und zeig euch jetzt mal direkt, ich teste jetzt nicht die ganze Box durch, den direkten Unterschied mit dem größten Simpad, dem 90 mm. Ich wechsle den nur aus, geht ja bei jedem Beckenständer. Legt das Ding einfach nur drunter. Könnt ihr das hören? Wir finden das mega, empfehlen das sehr, sehr gut. Benutzen es alle selber privat. Haben eigentlich immer ein paar da. Wenn ihr was braucht, ruft an, kommt vorbei. Ansonsten bis später. Ciao.